Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors Legends. Im letzten Part haben wir hier in dieser Mission Gandalfs Rückkehr miterlebt und er ist gerade dabei, sich wieder sein Imperium auszubauen, hier von der Gerudewüste ausgehend. Doch erstmal, bevor wir da weitermachen können, müssen wir erstmal jetzt noch ein paar Riesenbosse killen. Und zuerst mal hier momentan König Dodongo und Magie ist auch sehr schön. Gera hier ist schon hier und Santo ist gerade auf dem Weg hierher, dass wir dann zu dritt gegen König Dodongo kämpfen können. Und deswegen beachte mich heute bitte und greife mal auch an, mein Lieber. Ich hoffe, dass wir dem auch einiges an Schaden machen können und wir ihn nicht so häufig seinen Schwachpunkt abziehen müssen. Da kann man mit Gendorf glücklicherweise ziemlich gut Riesenbossen ihren Schwachpunkt abziehen mit seiner Vierer-Kombo. Nämlich, die ist dann nämlich ziemlich gut dafür geeignet, finde ich. Wer es dann gleich mal zeigen. Also 1, 2, die kennen wir ja schon. 1, 2, 3, 4. Vierer-Kombo und die dürfte jetzt relativ viele abziehen. Bam! Habt ihr gesehen? Die Hälfte auf einmal hat es abgezogen. Ziemlich cool. Wenn ich noch ein weiteres Mal hinbekomme, dann haben wir schon abgezogen. Ich hoffe, ich schaff's noch rechtzeitig. Sehr schön, okay. Und. Wow, okay, einmal reicht sogar schon aus und das war's schon. Aber wie gesagt, das war's dann doch noch nicht ganz, denn es kommen noch weitere Riesenbosse, nämlich hier Goma. Das werden wir mal kurz überspringen, das kennen wir ja schon. So, Goma wurde auf dem Schlachtfeld gesehen. Oder gesichtet meinetwegen. Und das war's aber auch noch nicht, denn... gleich wieder Black Screen, denn... auch mein Handler ist hier, was ich auch kurz überspringen werde, kennen wir ja auch schon. Diese Cutscene, so... Mein Handler wurde auch aufgesichtet und der ist da unten. Ich werde erstmal meinen Handler mich um den kümmern, weil der auch näher dran ist. Wir sollten uns auch wirklich beeilen, weil das Problem ist nämlich, wenn die beiden, wenn die zu lange, oder nicht nur die beiden, wenn allgemein die drei Riesenbosse hier, zu lange hier auf dem Schlachtfeld bleiben, dann werden die untereinander sich gegenseitig bemerken quasi und werden dann herausfinden, also Goma wird dann herausfinden, hey, mein Handler und, ja, ich hab doch geblockt, komm schon. Mein Handler und König Dodongo sind ja hier. Und ich sollte am besten mal zu denen gehen und das ist dann ein bisschen problematisch, weil da muss man gegen drei Riesenbosse auf einmal kämpfen. Und das ist nämlich auch bei den Riesenbossen genauso im Prinzip wie bei uns. Wenn die Riesenbosse nämlich beieinander stehen, dann werden sie dadurch sehr viel stärker. Deswegen, da muss man dann gut aufpassen. Ich meine, quasi starken Angriff, das dürfte dann ausreichen, glaube ich. Bam! Deswegen auf jeden Fall die Riesenbosse, wie gesagt, sehr schnell besiegen, dass die gar nicht die Chance haben, eben zueinander zu laufen und dann halt wirklich extrem stark werden. Aber es ist echt heftig, dass wir die Riesenbosse mit einem einzigen Riesenboss-Schwachpunkt-Anzeigen Abzugsangriff sofort töten können. Das ist wirklich ziemlich cool auf jeden Fall. Ich will mal kurz hier die Gegner übrigens einfach so, oder wichtig killen, das ist eigentlich ziemlich egal. Ich meine, wenn ich jetzt dann gleich Goma auch besiegt habe, haben wir, ja, ich hasse dich, haben wir eh schon gewonnen. Ich glaube, danach kommt sogar nichts mehr. Und Gera und Santo geht's auch noch gut, also wir sollten die Mission eigentlich jetzt locker schaffen, da dürfte es eigentlich keine Probleme mehr geben. Ich habe übrigens schon Angst für eine weitere Mission, die jetzt dann relativ bald auf uns zukommen wird. Also nicht die nächste, sondern die übernächste Mission. Die übernächste Mission, die wir spielen müssen, die ist unendlich schwierig, habe ich so in Erinnerung auf der Wii U. Also die ist dermaßen heftig einfach nur, finde ich. Und ich bin gespannt, wie die hier auf dem 3DS laufen und ob die sich auch wieder vielleicht verändert haben. Ich hoffe es, weil die war wirklich sowas von bockschwer. Vor allem, da wir halt, ja, auf schwer eben spielen. Also das wird überhaupt keinen Spaß... Ja, ich will nochmal einen Marschbefehl machen. Das wird überhaupt keinen Spaß werden, dann die zu spielen. Bin ich schon gespannt, aber sehen wir dann, wenn es soweit ist. Aber erstmal, die Mission ist ja echt machbar und auch die nächste Mission dürfte, wie gesagt, auch ganz gut machbar sein eigentlich. So. Ja, ist okay. Und übrigens, der Part könnte wieder etwas kürzer vielleicht. Also, der Part gar nicht unbedingt wird kürzer. Aber wir sind halt jetzt schon relativ bald dann gleich fertig mit der Mission, weil wir müssen nur noch Goma killen. Und dann war es auch schon. Weil ansonsten Herzen haben wir auch schon alle gefunden, auch Skulltula. Da passt also alles. Aber wir haben trotzdem noch ein bisschen was zu tun in dem Part, weil ich kann ja meine Feen noch ein bisschen füttern und euch zum Feenboss noch ein bisschen mehr erklären. Nachdem ich jetzt auch eure Kommentare eben dazu auch noch mehr gelesen habe und auch jetzt schon ein bisschen mehr eben so, verstanden habe zum Feenboss, da kann ich dann gleich eben noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Werde ich dann auf jeden Fall auch machen. Ja, ist war zu langsam leider. Okay, kurz warten, bis Goma wieder angreift, aber Goma ist eigentlich echt der einfachste diesen Boss, weil der verdammt häufig seine Laserattacken macht und man dann wirklich sehr, sehr einfach treffen kann. Wo sind die anderen beiden? Kommt jetzt mal her? Oder bin ich... Okay, oder sind die schon da? Nee, sind sie nicht. Nee, okay, ja, die sind gerade beide hergelaufen. Aber ist eh schon zu spät, weil Goma ist jetzt nämlich schon gleich tot. Obwohl, oder... Ja, vielleicht Goma überlebt es vielleicht sogar, weil der hat jetzt nicht ganz so viel Schaden hier genommen. Goma überlebt es sogar, okay. Alles klar, aber ist auch in Ordnung. Ich mache einfach kurz Magie und werde kurz meinen Magieangriff einsetzen. Dann sehen wir den auch mal. Den haben wir auch noch nicht gesehen. Das ist dieser hier. Bam! Yay. Ich weiß ja nicht, wo Gandalf diese schwarzen Dinger immer herholt, die da immer für ihn angreifen. Bei seiner 5er-Kombo auch. Keine Ahnung, aber irgendwo holt er sie auf jeden Fall her. Und die dürfen dann für ihn angreifen und das war's auf jeden Fall jetzt. Goma ist tot und wir haben gewonnen. Yay. Das ging, wie gesagt, noch ziemlich schnell. Hätte ich auch beim letzten Mal eigentlich noch abschließen können, aber ist eigentlich okay. Ich meine, ich wollte ja eigentlich auch, dass wir jetzt relativ schnell fertig werden, dass ich noch zum Feenmodus einiges erklären kann. Dass jetzt so schnell gehen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte schon, dass ich den Riesenbossen mindestens zweimal ihre Schwachpunktanzeige abziehen muss, und zwar jedes Mal. Ich habe sogar eigentlich eher damit gerechnet, dass wir die sogar drei oder gar vier, ja, viermal vielleicht nicht unbedingt, aber dass wir die Schwachpunktanzeigen dreimal abziehen müssen von den allen, aber nee. Es war nur einmal bei Dodongo und bei Manhandler, bei Goma dann zweimal immerhin.
Aber das ging auf jeden Fall noch ziemlich schnell auf jeden Fall. So, obwohl wir drei Riesenbosse hier auf einmal quasi oder kurz hintereinander hatten, waren die dennoch eigentlich überhaupt kein Problem. Okay. So, und damit Siegesanimation von Ganondorf. Hör! Ja, und wo kommt dieses schwarze Monster da immer her? Ich hab echt keine Ahnung. Naja, ist ja auch egal. So, wir kriegen wieder einiges an Zeug. Ein paar Rubine, gar nicht mal so viele, aber trotzdem. Und zwar auch noch Schwerter des Bösen mit Herzbonus. Ein Feuerstab mit einer versiegelten Fähigkeit und ein Dämonenschwert mit Combo 2+. Ich kann mal Gira hier was weghauen. Ich hau mal Finsternisbonus weg, das brauche ich nicht. Dann Combo 2, ja, seine 1er-Kombo mag ich. Was sind seine 1er-Kombo? Die kenne ich gar nicht. Also die kommen mir gerade gar nicht in den Sinn. Deswegen mag ich sie wahrscheinlich auch nicht. Nahrung plus behalte ich. Finsternisbonus kann weg. Ja, das hat 4 Sterne, deswegen ich behalte es mal. Das behalte ich auch mal. Erfahrung plus behalte ich. Finsternis kann weg. Du kannst weg. Du behalte ich. Du behalte ich vor allem. Du behalte ich. Und Finsternisbonus kann weg. Okay, passt. So. Und wir kriegen 4-mal Exalfos-Handschuhe, 2-mal Aralfos-Schild, dann Manhandlers Giftstaub, Gomasäure, Küchtodongos Klaue, einige Exalfos-Schuppen, Aralfos-Leder und Metallplatten. Und auch wieder ein weiteres Bildfragmentchen. Yay! Sehr schön. Da fehlen nur noch 6 weitere Fragmente. Sehr cool. So, und da ist eben noch ein bisschen Feengedöns. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch bis zum Ende des Parts füllen kann, nur mit Feenzeug. Wahrscheinlich nicht. Wir werden dann vielleicht sogar die andere Mission dann doch auch noch anfangen, weil, wie gesagt, ich dachte nicht, dass es so schnell gehen würde. Ich dachte, dass wir jetzt noch schon so 10 Minuten bis 15 sogar brauchen würden. Aber dass die Riesenbosse so schnell sterben würden, das habe ich auch nicht erwartet. Aber ich kann auf jeden Fall jetzt trotzdem noch einiges zum Feen-Modus machen, das auf jeden Fall. Also erstmal meine Feen ein bisschen füttern und eben auch euch ein bisschen mehr dazu erklären. Hallöchen. Du warst so cool. Oh, danke schön, Lyra. Und Knisti? Knisti sagt nichts, aber Knisti ist übrigens vom Charakter. Also, Lyra ist ja eher so die liebe, nette und Knisti hat so ein bisschen mehr Feuer. Haha. Also, die ist auch ein bisschen immer. Ja, wie soll ich sagen? Nicht ganz so lieb und nett immer unbedingt wie Lyra. Und bei Zig oder Zieg, wie auch immer, die ist eigentlich auch vom Charakter eher so wie die Lyra. Also, zum Beispiel bei. Alles klar bei dir? Sagt jetzt auch mal Knisti etwas? Kann ich denn Knisti dazu bringen, dass sie. Ja, jetzt hat Zig auch was gesagt. Kann ich denn Knisti dazu bringen, dass sie auch mal was sagt? Ne, irgendwie hat sie keinen Bock zu sprechen. Ich puste deine Müdigkeit einfach weg. Aber ich will es noch mal einmal kurz testen. Ja, die anderen beiden sind sehr. Ja, ne, aber die redet irgendwie nicht. Na, ist ja auch egal. So, jetzt Esszimmer auf jeden Fall. So, wir haben jetzt eben hier schon einige verschiedene Sachen. Ich habe einmal ein seltsames Ei erlesen, einen Schimmelpilz erlesen und Wundererbsen erlesen. Einen Schimmelpilz köstlich, einen normalen Schimmelpilz und normale Dekunos und das war's auch schon wieder. Genau. Es ist eben so, dass es bei den Nahrungsmitteln auch Gold-, Silber- und Bronzegegenstände gibt. Die erlesenen Sachen sind immer Gold, die köstlichen Sachen sind Silber und wenn gar nichts in Klammern dahinter steht, dann sind es normale Bronzesachen, wie eben hier Dekunus und Schimmelpilz. Also von Schimmelpilz habe ich sogar alle drei Variationen in Gold, in Silber und in Bronze. Sehr cool. Was auch sehr interessant ist, was ihr mir auch schon in die Kommentare geschrieben habt, ist die Tatsache, dass die Feen auch tatsächlich verschiedene Geschmäcker haben, was auch sehr interessant ist. Zum Beispiel die liebe Knisti, die findet jetzt alle Sachen eher so neutral und mag keins von denen so wirklich. Man kann übrigens sogar auch sehen, teilweise, was ich auch sehr interessant finde, wenn ich ihr eine Dekunus geben würde, würde sogar sie bei Glanz eine -1 bekommen. Also sie würde sogar da Punkte abgezogen bekommen, was ich auch wirklich sehr interessant finde. Auf jeden Fall, ich will mal jetzt kurz wechseln zu Zig, denn bei ihr ist es ein bisschen anders, denn sie wird bei, ich weiß nicht mehr bei was, bei irgendwas aber, wird sie sich freuen. Ich glaube, bei der Dekunus war es. Genau, bei der Dekunus, wenn ich da die Dekunus auswähle, dann freut sie sich, weil sie offenbar Dekunusse besonders gerne mag. Wir können auch sehen, obwohl es nur eine normale, eine bronzene Dekunus ist, kann die 2-3-3-3 erhöhen, also eigentlich ziemlich viel. Wenn ich das vergleiche mit einem anderen bronzenen Gegenstand, dem Schimmelpilz, dann kann der viel weniger erhöhen, was daran liegt, dass halt sie Dekunusse viel lieber mag. Und selbiges gilt auch für Lyra, denn Lyra mag, glaube ich, die Eier besonders gern. Genau, seltsames Eier lesen mag sie sehr gerne und das, gut, normales habe ich ja noch gar nicht. Schimmelpilze mag keiner momentan leider. Und Wundererbsen sicher, glaube ich, auch nicht. Nee. Ich werde es jetzt mal so machen, dass ich auf jeden Fall Lyra mal. Ich habe sogar zwei seltsame Eier erlesen, okay? Dass ich ihr auf jeden Fall mal eins von denen geben werde. So. Und sie hat 3 Level gleich dazu bekommen, sehr cool. Und sie freut sich auch immer noch, sehr schön. Und bei der Vorschau können wir jetzt. Genau, das will ich auch mal kurz erklären. Also, ich habe schon noch einiges zu erklären in dem Part, so ist nicht. Ich will auch wirklich, dass ihr das alle genau versteht, weil ich da jetzt eben schon selber ein bisschen mehr verstanden habe, eben auch durch eure Kommentare. Auf jeden Fall, wir können sehen, wenn ich jetzt eben nochmal ein erlesenes Ei gebe, können wir sehen, Element der nächsten Feenmagie-Stärkung. Da ist es jetzt eben so, dass bei Feuer sie gerade 0 hat, bei Finsternis auch 0, bei Wasser 21, bei Licht 38 und bei Blitz eben 40. Und je nachdem, was für Sachen ich ihr gebe, wird es sich dann eben hier unterscheiden in ihren Werten. Also, wenn ich ihr jetzt halt
den Schimmelpilz geben würde, dann würde da vielleicht halt eher wieder Licht dazukommen und Licht würde wieder Blitz übertreffen oder so. Ich habe da vermutet, dass ich dadurch vielleicht irgendwie das Element einer Fee ändern kann. Das kann ich aber nicht. Also das Element einer Fee ist festgeschrieben und die Lyra wird immer vom Element Licht bleiben und Knisti wird immer vom Feuer bleiben und Zig wird immer vom Element Licht, vom Element Blitz bleiben, meine ich. Das wird sich nicht ändern. Was sich aber ändern wird, dadurch, dass ich das hier eben, eben anders ausrichten kann, die ganzen Stärkungen hier, das sind spezielle Fähigkeiten, die die Feen hinzuerlangen können. Denn bei Level 25 und bei Level 50, wenn ich die erreicht habe, dann können die Feen neue Fähigkeiten erlernen, die dann auch auf jeden Fall sehr nützlich sein werden. Und je nachdem, was die für eine Fähigkeit lernt, hängt davon ab, welches von den Elementen hier dann am größten ist, also am meisten vertreten. In diesem Fall ist es jetzt eben Blitz. Sie würde dann die Fähigkeit Erdbeben bekommen, heißt sie, glaube ich. Und damit kann man irgendwie alle Gegner verlangsamen um einen herum oder irgendwie so. Das weiß ich aber auch noch nicht genau. Auf jeden Fall, ich werde mal kurz das andere seltsame Ei, glaube ich, auch noch schnell geben. Wir können es jetzt mal kurz hier merken. Sie hat 40 und 38 bei Blitz und bei Licht. So. Sie kriegt erstmal einige weitere Werte hinzu. Und jetzt hat Licht wieder Blitz überholt, weil offenbar bei den Eiern es so ist, dass man da eher Lichtfähigkeiten dazu bekommt. Oder halt eher die, ja, die Lichtstärke halt. Vielleicht ist es auch einfach so, dass die Feen das am liebsten mögen, was das Element am meisten erhöht, das ihnen entspricht. Das hat sich jetzt wieder sehr kompliziert angehört, der Satz. Aber sie mochte halt die Eier so gerne, weil die halt viel Licht erhöhen. Und die Zig zum Beispiel, die mag halt hier die Dekonüsse so gerne, weil die vielleicht Blitz erhöhen, kann ich mir vorstellen. Das werde ich nämlich auch mal kurz machen, dass ich ihr kurz das hier gebe. Sie hat momentan bei Feuer und bei Licht auch ein bisschen was, aber hauptsächlich natürlich Blitz. Deswegen ich gebe ihr mal jetzt kurz eine Dekonuss. So. Und sie freut sich. Und sie ist auch immer noch Blitz und hat auch jetzt sehr viel. Also wir können jetzt mal kurz nochmal merken. 27, 27, 44. Jetzt nochmal. Zack. So. Und damit hat sie jetzt, okay, sie hat 1 bei Blitz hinzubekommen, bei den anderen gar nicht. Also es ist vielleicht wirklich so, dass die Sachen, die sie mögen, immer halt das Element am meisten pushen, von dem sie auch sind. Was ja auch irgendwie Sinn machen würde. Und offenbar weder der Schimmelpilz noch die Wundererbse noch irgendwas anderes von denen gerade eben erhöht dann offenbar das Feuerelement. Scheint es so, weil Knisti mag ja keine von den Sachen wirklich. Also bei keinem Lächelziehe. Und deswegen, ich habe sogar schon 3 von diesen Schimmelpilzen, wow. Und deswegen mag sie eben keine von denen so besonders gerne. Es wird natürlich trotzdem, der Lesen würde trotzdem einiges erhöhen. Ja, aber ich heb mir die trotzdem mal noch auf. Ich glaube, ich will es so machen in Zukunft, dass ich meinen Feen nur dann etwas zu essen gebe, wenn sie es auch wirklich mögen. Ich glaube, das ist keine verkehrte Idee, dass ich mir jetzt eben die Sachen noch aufhebe. Und erst wenn ich was vom Element Feuer, oder halt nicht vom Element Feuer bekomme, halt etwas, was sie mag, die Knisti werde ich auch etwas geben. Deswegen, sie muss noch ein bisschen hungern. Tut mir leid, aber ich werde das jetzt, glaube ich, so in Zukunft machen. Das ist nämlich, glaube ich, keine verkehrte Idee. Was ich auch noch nicht weiß, ist, ob es zu jedem Element eine Fee gibt. Aber ich denke mal schon, es würde Sinn machen. Und was mich aber noch mehr interessieren würde, wo ich mir nämlich überhaupt nicht sicher bin, ist die Tatsache, ob es auch, also ob es mehr, es gibt ja 5 Elemente, ob es mehr als 5 Feen gibt. Also ob es auch 2 oder 3 oder 4 Lichtfeen gibt und 2, 3, 4 Feuerfeen und so weiter und so fort. Da habe ich keine Ahnung, ehrlich gesagt. Deswegen, da müssen wir mal noch gucken. Wenn ihr das wisst, könnt ihr es auch gerne schon mal in die Kommentare schreiben, ob dem so ist. Ob es mehr als 5 Feen gibt oder ob es einfach nur zu jedem Element halt genau eine Fee gibt und das Maß auch schon. Was mich übrigens auch interessieren würde, also ihr könnt mir immer noch ein paar Infos dazu in die Kommentare schreiben zu den Feen, weil ich kenne mich immer noch nicht auch hundertprozentig damit aus, halt nur ein bisschen, was ihr mir jetzt so geschrieben habt schon. Was mich auch interessieren würde, ist, ob die Feen auch unterschiedlich aussehen, die man sich da so angelt. Also ich meine, die erste Fee, die man sich wahrscheinlich holen wird, ist schon sie hier, die Lyra. Aber die kriegt man am Abenteuermodus ziemlich früh. In einer der ersten Missionen kann man die da schon bekommen. Habe ich euch ja auch in dem einen Part gezeigt, wo ich euch das alles erklärt habe. Kann man die ziemlich früh schon bekommen, die gute Lyra. Dann würde mich mal interessieren, ob die genauso aussieht wie meine, also zumindest von der Frisur her und vom Gesicht her. Die Kleidung ist natürlich anders, weil die kann ich sie ja umziehen, logischerweise. Aber ob die vom Gesicht her genauso ist und auch von den Haaren her, das würde mich interessieren. Und auch, ob die auch standardmäßig immer Lyra heißt oder ob da auch andere Namen vorgeschlagen werden. Das fände ich nämlich auch interessant zu wissen. Auf jeden Fall bei der Kleidung habe ich es jetzt auch mittlerweile so gemacht, dass ich das auch ganz gut angepasst habe. Denn meine liebe Lyra hat jetzt sehr viele Sachen zum Lichtelement bekommen. Und es ist offenbar so, das habe ich auch schon bemerkt, dass hier das Oberteil immer dafür sorgt, dass irgendwie der gewisse Schaden halt erhöht wird. In diesem Fall Lichtschaden werde ich auf jeden Fall machen, weil es ja vom Element Licht ist. Und bei den Hosen, da ist es ein bisschen anders, denn Hosen funktionieren so, dass da Lichtkosten reduziert werden. Oder halt allgemein die Kosten von den Elementen. Was auf jeden Fall auch sehr interessant ist, also das funktioniert da ein bisschen anders, weil es gibt halt Kleidungsstücke, die entweder den Angriff erhöhen können oder die Kosten senken können. Und eben hier bei den Hosen ist es so, dass die senken können. Bei mir ist es aber nicht so. Bei mir, also das kann man oben auf dem Topscreen sehen, das kann man an den verschiedenen Symbolen erkennen. Beim Hut zum Beispiel ist es auch so. Also ich habe hier, momentan trägt sie
Das hier, dieses Armband hier. Und das reduziert auch die Lichtkosten. Das kann man auch an dem Symbol erkennen. Das sieht ein bisschen anders aus. Aber bei dem Symbol, wie die Angriffskraft steigt, da ist halt so ein Schwert mit dem Pfeil nach oben. Und da ist eine Magieflasche mit dem Pfeil nach unten bei dem Kokiri-Haarband. Und das ist aber offenbar so, dass meine Hose den Angriff auch steigt, weil ich habe ja hier eine Kombination mit dem hier. Ich würde sogar eigentlich mal lieber was anderes testen. Ich will mal kurz dann das hier anziehen. Und dann mal kurz dafür diese Hose hier. Jetzt habe ich nämlich sogar auf zwei verschiedenen Sachen, habe ich jetzt, dass die Lichtkosten reduziert werden. Und ich glaube, dass ich dann einfach schon für weniger Magie auch schon trotzdem dann eben meine Feenmagie einsetzen kann. Ich habe ja ansonsten immer 4/5 Magie gebraucht und vielleicht brauche ich jetzt dann dafür schon weniger oder so, keine Ahnung. Und hier bei der Schminke kann ich aber momentan noch nicht wirklich viel tolle Sachen machen, weil ich habe hier nur Wasserschaden und Blitzschaden, deswegen das bringt nicht wirklich viel. Feuersachen habe ich auch leider noch quasi noch gar nicht. Ich habe nur die Feuer- oder Sora-Ohrringe. Warum sind das Sora-Ohrringe, obwohl die Feuerschaden erhöhen? Was sind das dann für welche? Das sind Dunkelfürst-Ohrringe. Okay, und die hier, die lilanen erhöhen Wasserschaden, das sind auch Sora-Ohrringe. Okay, die heißen beide Sora-Ohrringe, aber die erhöhen Feuer. Das ist ja komisch, naja. Auf jeden Fall bei den anderen Sachen habe ich leider noch nicht wirklich was für Feuer, wie man hier sehen kann. Immer nur für Wasser, Licht oder Blitz oder sonst irgendwas. Finsternis habe ich auch noch nicht so viel. Obwohl doch auch schon ein bisschen was, aber vor allem halt Feuer fehlt mir noch sehr viel. Deswegen Knisti ist da leider ein bisschen am Arsch. Aber Zig nicht so wirklich, denn die hat auch schon einiges, wie wir sehen können. Nur hier bei den Ohrringen, da habe ich auch leider noch nichts, was Blitz entspricht, sondern nur andere Sachen. Aber ansonsten hat sie auch überall schon Blitzsachen, die entweder Blitzschaden erhöhen oder Blitz. Kosten reduzieren. Sehr schön auf jeden Fall das Ganze. Gut. Und ich will kurz gucken bei der Schule, ob jetzt schon Lyra etwas Neues lernen kann. Ich glaube, die andere noch nicht. Aber Lyra hatte jetzt schon ziemlich viele Sachen bekommen. Deswegen kann ich jetzt schon eine andere Fähigkeit vielleicht sogar schon lernen. Ne, immer noch nicht. Schade. Leider. Wie lange dauert denn das noch eigentlich? Ich will mal eine neue Fähigkeit lernen. Ja, die ganzen. Ich meine, ich muss natürlich die ganze grüne Leiste da komplett füllen. Und das wird noch immer ein bisschen dauern. Bei den silbernen oder bei den goldenen gar, das kann ich natürlich ziemlich vergessen. Das wird noch sehr lange dauern, bis ich die mal habe. Ich bin schon gespannt, was das alles für Fähigkeiten sein werden und wie OP die sein werden. Was man auch so alles anstellen kann, bin ich echt schon sehr gespannt auf jeden Fall. Und genau, wie gesagt, beim Esszimmer, ich werde das immer nur so machen, dass ich, glaube ich, immer nur den Feen dann etwas zu essen gebe, wenn halt sie auch lachen und ich will mir dann lieber die Schimmelpilze aufheben. Ist, glaube ich, sinnvoller. Und ich glaube, ich werde dann jetzt doch keine neue Mission mehr in dem Part machen, weil ich will noch was anderes aus dem Abenteuermodus zeigen. Also heute gab es wieder viele Erklärungen zu dem ganzen Feenzeug, aber ich will das ja auch gut verstehen und ihr sollt das auch gut verstehen, weil das ist halt etwas, was ich auch wirklich sehr, sehr ausführlich zeigen will. Ich meine, ihr wisst ja, den Legendenmodus zeige ich ja nicht zu 100% ausführlich, weil ich ja Herzteile und Herzcontainer aus bekannten Missionen offscreen nachhole. Aus unbekannten Missionen, da würde ich euch zeigen. War bisher noch nie der Fall, da habe ich immer alles sofort gefunden. Aber die hier hole ich einfach offscreen nach. Aber der Feenmodus ist komplett neu. Deswegen den will ich euch auch so ausführlich zeigen, wie irgend möglich und alles genau verstehen, wie der funktioniert. Und deswegen mache ich das halt auch genauso. Ich will jetzt mal kurz in den Abenteuermodus gehen. Da können wir jetzt nämlich auch übrigens schon sehen, dass ich jetzt wieder eben schon einiges gemacht habe. Das ist erstmal Horror Kid. Yay. Ah genau, und jetzt ist es auch so, dass ich jetzt erstmal einige Missionen öffnen. Döde. Dass jetzt erstmal einige Missionen geöffnet haben, richtig. Denn das hier unten war alles noch blaues Gebiet und das konnte ich davor noch nie betreten. Das kann ich jetzt aber schon betreten, da ich jetzt eben mittlerweile schon ja, die Mission gerade eben, oder was heißt die Mission gerade eben, die Mission eben von Sia an der Ranell-Schlucht gemacht habe, also sie halt besiegt habe. Und sobald man die eben schafft, dann wird hier der ganze blaue Bereich frei, der hier rechts unten ist. Das heißt, dass ich offscreen auf jeden Fall wieder einiges spielen kann und hier wieder sehr viele Missionen auf jeden Fall machen kann. Und okay, das ist interessant. Da ist ein weiterer Feengefährte oder eine Feengefährtin. Und da ist sogar auch Milch, die man bekommen kann. Oder halt ein Getränk allgemein. Ich bin schon gespannt, wer dann Getränke mag. Und vor allem, was Milch für ein Element am ehesten erhöht. Vielleicht dann Wasser oder so, weil es ein Getränk ist. Keine Ahnung, was weiß ich nicht. Aber eine Wasserfee habe ich ja bisher eh noch nicht. Aber vielleicht ist dann da an diesem Ort eine Wasserfee. Auf jeden Fall, was ich euch eben ansonsten noch zeigen wollte, hier der rote Bereich kommt immer noch nicht hin, da kommt man erst, wenn man den Legendenmodus wirklich komplett abgeschlossen hat, also halt wirklich die komplette Hauptstory. Das sind sogar auch noch blaue Gebiete hier, die ich jetzt auch noch neu machen kann. Also ich kann jetzt wirklich noch einige neue Missionen auf jeden Fall machen. Ich wollte euch mal was anderes zeigen, und zwar das mit der Nahrung. Das ist nämlich auch wirklich sehr interessant, denn ich habe ja jetzt eben schon drei erlesene Schimmelpilze, also drei goldene von denen. Und das ist ja ein bisschen ungewöhnlich, dass ich schon so viele von denen habe. Das hat aber einen Grund, warum ich schon so viele von denen habe. Und zwar wegen zum Beispiel dieser Mission hier oder auch wegen der da zum Beispiel. Aber ich meine, ihr könnt hier bei diesen beiden Missionen, wo ich hier gerade bin, bei den Schätzen sehen, dass es hier noch eine Fleischkeule zu finden gibt. Ich weiß nicht genau, was ist hier jetzt genau für ein Nahrungsmittel dann in dieser Mission.
gab. Ich meine, eine Fleischkeule gibt's ja nicht. Vielleicht war das die Wundererbse oder war das das Ei? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hier in dieser Mission zum Beispiel können wir sehen, dass da noch ein Pilz ist und das war eben dieser Schimmelpilz. Es ist nämlich tatsächlich so, dass diese Nahrungsmittel immer wieder respawnen, was wirklich sehr interessant ist. Also ich meine, wenn ich diese Mission hier spiele und den Pilz einsammle, dann kriegt der Pilz einen Haken und ich habe den eigentlich dann geholt. Wenn ich aber dann zwei, drei andere Missionen spiele, ist der Haken wieder weg und ich kann den wieder mir neu holen. Was wirklich sehr interessant ist. Das heißt, man kann also diese goldenen Gegenstände oder goldenen Nahrungsmittel sogar farmen und dadurch eben dann speziell den Feen immer die goldenen geben, was natürlich viel, viel mehr bringt, weil die goldenen Fähigkeiten haben wir oder goldenen Nahrungsmittel haben wir ja gesehen, die erhöhen immer extrem viel um 10 Punkte teilweise bei irgendeinem Attribut und das ist natürlich schon sehr cool auf jeden Fall. Und deswegen hier kann man dann eben die so ein bisschen farmen, was ich sehr schön finde. Und noch eine andere Sache, die ich auch noch kurz erklären wollte, die ich jetzt auch mittlerweile herausgefunden habe, und zwar. Wenn hier so ein Nahrungsmittel eben bei den Schätzen steht, dann kann man das immer, und zwar immer auch nur, in Krügen finden, die in irgendwelchen Festungen sind. Und zwar immer in den braunen Krügen, wo normalerweise Rubine oder Power-Ups für die Items drin sind. In keinen grünen, roten, gelben, oder sonst irgendwas, sondern nur in den braunen Krügen kann man immer diese Nahrungsmittel hier finden und die respawnen, wie gesagt, auch. Das ist natürlich auch ganz schön. Und das sind dann eben immer auch die goldenen, also die erlesenen Gegenstände drin. Und bei den Feengefährten ist es übrigens genauso. Also wenn ihr in einer Mission eine Fee habt, ist es die respawnt natürlich nicht die Fee, das ist klar. Aber es ist trotzdem genauso auch mit den Krügen. Zum Beispiel hier gab es ja die erste Fee. Das hier war die Lyra, die ich da bekommen habe, genau. Und auch die Feengefährten, die kann man immer in Krügen innerhalb einer Festung finden. Die werden also niemals in irgendwelchen Schatztruhen sein, sondern ja, in irgendeinem Krug, in irgendeiner Festung. Also wenn ihr in so einer Mission eine Fee habt oder auch ein Nahrungsmittel, dann müsst ihr oder solltet ihr alle Krüge von allen Festungen, also halt die braunen, vor allem genau erkunden und halt alle zerstören und gucken, ob ihr da dann eben die Feengefährten findet oder halt auch das Nahrungsmittel. Das gilt aber für die Kleidungsstücke übrigens nicht. Also Kleidungsstücke gibt es ja auch einige, die man finden kann. Zum Beispiel da rechts unten sind es bestimmt einige neue hier zum Beispiel. Da ist sogar auch noch ein Kleidungsstück. Das habe ich noch nicht gemacht, die Mission, weil da fehlt mir noch ein Charakter. Deswegen heben wir die noch auf für dann ein späteres Mal. Auf jeden Fall, Kleidungsstücke kann man immer nur in Truhen finden. Also diese Nierenkrügen, die kann man immer in Truhen finden, in irgendwelchen Festungen. Aber Nahrungsmittel, wie eben, hier ist zum Beispiel wieder ein Pilz, sogar schon genau. Aber Nahrungsmittel, die kann man eben immer nur in Krügen finden. Und so auch die Feengefährten. Also für Feengefährten und Nahrungsmittel keine Truhen öffnen, sondern Krüge untersuchen, weil da könnt ihr die eben finden. Genau. So. Dann habe ich jetzt, glaube ich, wieder alles dazu gesagt, was ich jetzt nochmal so sagen wollte. Es ist auch wieder sehr ausführlich geworden und vielleicht auch nicht so spannend für den einen oder anderen, der es schon wusste. Aber ich wollte es eben nochmal trotzdem kurz zusammenfassen für alle, die das noch nicht wussten. Und hat mir eigentlich auch ganz gut in den Kram gepasst, weil ich mag es ja immer nicht ganz so gerne, wenn ich mitten in einem Part dann noch eine weitere Mission anfange. Ich glaube, so war das jetzt dann doch ganz gut. Ihr könnt mir auch, wie gesagt, gerne noch irgendwie weitere Fragen in die Kommentare schreiben zum Feengefährten oder auch meine Fragen beantworten. Ich habe ja am Anfang ein paar gestellt noch, wo ich mir selber noch nicht sicher bin, oder wenn ich jetzt Blödsinn erzählt habe gerade eben, dann mich auch unbedingt verbessern, dass wir da alle dann Klarheit haben, wie denn genau der Feenmodus funktioniert. Das ist auf jeden Fall wirklich schon sehr interessant, der Feenmodus. Also, ich habe am Anfang gedacht, dass es eher so eine kleine Spielerei wäre, ohne großen Sinn dahinter und auch ohne Tiefe. Aber doch, der hat auch extrem viel Tiefe, dieser Feengefährten-Modus. Und ist auch ziemlich cool, macht auch echt Spaß irgendwie, die Feen da, denen immer zu essen zu geben. Und ich meine, neue Fähigkeiten haben wir ja bisher noch gar keine. Aber dann ab Level 25 oder so wird es dann ja erst richtig interessant. Und da freue ich mich dann schon sehr drauf, wie das dann so wird. Okay. Ich würde aber erstmal sagen, Leute, das war's für diesen Part von Let's Play Hyrule Warriors Legends. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr auch noch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es dann hier wieder mal weitergehen wird mit Ganondorf in der Mission Der Zorn des Dämonenkönigs. Genau. Ach, warte mal, das ist doch schon die Mission, oder? Warte mal, wo spielt die? Nee, in der Ranelschlucht. Ich habe jetzt gerade mich. Okay, das ist interessant. Aber ich meine, das Bildchen der Ranelschlucht sieht ein bisschen anders aus. Weil hier ist immer irgendwie Dunkelheit und alles und ja, eher so Abendrot auch irgendwie. Aber hier ist es hell am Tag. War das damals auch schon so bei der Wii U, dass es hier hell am Tag war bei der Mission? Das weiß ich gar nicht mehr. Naja, egal. Auf jeden Fall, die Mission werden wir beim nächsten Mal spielen. Und genau, dann würde ich erstmal sagen, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.